Was heißt Kafirun? Kommt das Wort schon mal in eine Übersetzung? Wie würdet ihr es übersetzen, wenn einer euch fragt? Ein Nicht-Araber. Kafir kennt er nicht. Was ist ein Kafir? Bitte? Ungläubiger. Ungläubiger, sagt er. Noch andere Vorschläge? So wird es in der Tat auch sehr oft übersetzt. Ich bin allerdings mit dieser Übersetzung nicht so ganz zufrieden. Hier in der Gesellschaft versteht man unter diesem Begriff etwas völlig anderes, unter Ungläubiger. Wenn du das hier jemandem sagst, er wird als erstes darunter verstehen, jemand, der glaubt an überhaupt nichts. Ein Atheist zum Beispiel. Klassischer Atheist, Materialist. Der Christ wird das überhaupt nicht verstehen, weil das Wort für ihn eine ganz andere Bedeutung hat. Und ich bin mir deswegen manchmal nicht sicher, ob diese Übersetzung tatsächlich angebracht ist. Sie bringt nicht das rüber, was im Arabischen gesagt wird. Was heißt überhaupt Kafir? Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Begriff. Und Kafir im Arabischen, Kafir alleine, ist sogar harmlos. Wisst ihr, was Kafir eigentlich ist? Was ist es? Verstecken. Ja, das ist das Verb, etwas verstecken. Kafir, der Kafir, das ist ein Begriff für einen Bauer, für einen Farmer. Oder auf Deutsch würde man sagen, einen Sämann. Jemand, der etwas sät. Wenn der Bauer im Sommer auf sein Feld geht und der nimmt so Samen mit, der will, keine Ahnung, Mais pflanzen oder so. Und früher hatte man nicht diese Traktoren, sondern man musste das ja per Hand machen. Und jetzt nimmt er so einen Samen und macht die Erde auf, packt den Samen da rein und macht die Erde wieder zu. Dann nennt man diesen Farmer einen Kafir. Das bedeutet das Wort. Kafir, weil er diesen Samen nimmt und er versteckt ihn in der Erde. Das Wort kommt sogar so auch im Koran vor, in Suratul Hadid. Kufar kennen wir als Begriff für Ungläubige, aber hier heißt es tatsächlich wortwörtlich der Farmer, der vorher Pflanzen gesät hat. Das ist die Bedeutung. Warum nennt man aber jetzt Leute, die den Islam annehmen, ablehnen, warum bezeichnet man so jemanden als Kafir? Das ist doch schräg. Oh, das ist eine Idee. Weil man die Wahrheit versteckt. Wahrheit verstecken, ja, das trifft es, das passt schon. Der Kafir ist ja derjenige, er pflanzt etwas in die Erde. Da ist ein Samen unten drin in der Erde versteckt. In dem Moment, wo der rauskommt und du siehst die Pflanze, ist es nicht mehr ein Kafir. Wenn er später erntet, nennt man den Fallah. Der Kafir ist derjenige, er hat etwas in sich drin, aber es kommt nicht raus. Es zeigt sich nicht nach außen. Jeder Mensch hat von Allah eine Fitra bekommen, eine Natur in sich drin. Daran führt kein Weg dran vorbei. In sich drin steckt diese Veranlagung, den einen einzigen Gott anzubeten. Alles andere ist künstlich drumherum gestrickt, egal ob er mehrere anbetet oder überhaupt keinen anbetet. Das passt eigentlich nicht zu dem Menschen. Das ist seine wahre Natur. Der Muslim ist derjenige, er verleiht dieser Natur Ausdruck. Bei ihm sieht man das. Das, was in euch steckt, diese Fitra, kann ich an euch sehen. Ihr kommt jetzt hier in die Moschee, ihr kommt gleich zum Gebet, ihr verrichtet das Gebet. Ich sehe das, es dringt nach außen. Die anderen Leute lassen das in sich versteckt. Es kommt nicht raus. Das ist die sprachliche Bedeutung von Kafir.